Meine Mutter war schon immer sehr bedacht, unsere Familie sehr gesund zu ernähren. Und Mitte der 80er Jahre sind wir mal in einen Kurs gekommen über gesunde Ernährung. Da habe ich zu der Annemarie gesagt, du, jetzt stimmt alles nicht mehr, wir müssen was anderes machen. Das war mitunter sehr ein großer Auslöser, uns noch bewusster zu ernähren. Ja, das geht in der Früh schon los, bevor wir einen Kaffee trinken vor dem Frühstück, dass wir unseren Lavita-Saft trinken. Das ist ein Ritual am Morgen, das vergessen wir nicht. Und wenn man uns das Ganze anschaut, wie das produziert wird, was alles enthalten ist drin, dann passt das eigentlich in unser Leben wunderbar rein. Eben gerade wechselt, wenn man vielleicht schon ein paar Tage älter ist, dass man auch noch in reiferen Jahren gesund und vital und mit Energie versorgt ist. Das machen können, was man gerne macht, das geht nicht immer, aber so oft wie möglich das machen, so leben, wie man sich das vorstellt. Ohne Gesundheit läuft im Leben eigentlich gar nichts. Es ist ein Geschenk, Gesundheit. Man kriegt das mal geschenkt, aber man muss auch was dazu beitragen, dass man es erhält, so gut es einem irgendwie möglich ist.